Die Arbeiten in unseren Videos werden durch einen Fachmann ausgeführt. Alle Erklärungen sowie Durchführungen sind lediglich eine Empfehlung der Anbieter. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie die Parameter Ihres Cover-Displays einstellen können. Halten Sie die Set-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt. Sobald das Gerät PS anzeigt, drücken Sie noch einmal kurz die Set-Taste, anschließend ändern Sie den Wert auf 22 und bestätigen dies mit Set. Anschließend können Sie mit den Pfeiltasten hin und her switchen. Stellen Sie die Werte dann auf den gewünschten Wert und bestätigen Sie diesen mit Set. Der Wert C1 steht für den Fühlerwert, dieser ist dafür da, um dem Fühler eine Differenz zu geben, da es je nach Position des Fühlers zu Temperaturunterschieden kommen kann. Der Wert RD steht für die Hysterese. Der Wert DL steht für das Intervall zwischen den Abtauungen. Der Wert DT steht für die maximale Temperatur am Ende der Abtauung. Der Wert dp steht für die maximale Abtaudauer.